Ahoi, falls du das erste Mal hier bist, ich bin der Thomas, ich segle eine Bavaria 37 Cruiser aus 2005 und ich bin dieses Jahr, das Jahr 2022, mit meiner Offline von Brunsbüttel den größten Teil einhand bis La Coruña gesegelt. Angefangen hatte meine Reise aber nicht hier. Der Anfang war hier. 2020 wurde bei mir Prostatakrebs diagnostiziert in einer fortgeschrittenen Phase, sodass ich operiert werden musste und auch ein Jahr später noch eine Strahlentherapie brauchte, da der Krebs bereits metastasiert war. In meiner dunkelsten Stunde hatte ich immer nur einen Gedanken: Ich wollte auch einmal noch mit Delfinen segeln. Am Ende tut dann immer nur das leid, was man nicht getan hat. Ich habe also meine Offline langfahrttauglich gemacht und die Segel gesetzt in ein neues Leben. Und dabei habe ich festgestellt, die Reise führt mich nicht nur in ferne Länder, sondern auch zu mir selbst. In diesem Video könnt ihr mitkommen und mich auf der Reise begleiten. Moin, schöne Grüße aus dem Winterlager. Ich bin hier in Meldorf, nicht auf der Offi, wie ihr schon seht. Und war fleißig gewesen, habe für euch die First Season von Sailing Offline zusammengeschnitten und habe da drei lange Movies draus gemacht. Einmal, um meinen eigenen Winterblues erträglicher zu machen, und zum anderen, weil ich hoffe, ihr habt auch Spaß dran, euch vielleicht auch mal mit einer längeren Folge von meinem Kanal zu vergnügen. Also viel Spaß beim Gucken und ich hoffe, wir sehen uns dann bald wieder auf dem Wasser. Ciao. Es geht los. Wir starten in Brunsbüttel, gehen an Cuxhaven vorbei, komplette deutsche Bucht mit allen westfriesischen Inseln entlang, bis wir dann auf Lilland andocken. So sieht das aus, wenn man aufs Schiff zieht. Das gibt ja den Film 100 Dinge, die man braucht. Ich glaube, jeder Mensch besitzt um die 10.000 Dinge. Das ist das, was ich brauche in meinem Leben auf dem Schiff. Und die Hälfte davon ist Klopapier und Bier. Gestartet ist meine Reise am 8. Mai 2022. Ich lag zunächst in Rendsburg im Winterlager auf dem Nord-Ostsee-Kanal und bin nach Brunsbüttel motort über den Kanal im April, weil Brunsbüttel einfach näher an Meldorf dran ist und ich da günstiger liegen konnte. Am 8. Mai ging es dann los, direkt ein langer Schlag von, ich glaube, 170 Meilen von Brunsbüttel nach Vlieland. Da habe ich mir auch Hilfe an Bord geholt. Mein lieber Freund Thomas war dabei gewesen. Das war eine Win-Win-Situation. Der ist noch nie nachts gesegelt und wollte das gerne mal erleben und ausprobieren, wie das so ist. Und ich hatte noch eine Hand an Bord und konnte auch meinen ersten langen Schlag im Jahr 2022 etwas entspannter angehen. There is a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by. It doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow, somewhere in the great unknown. When I return from the afterglow, will you carry me like I am whole again? Es geht los! Ja! Ich hatte ein Gefühl, aber das Gefühl ist all gone. Ja, heute war ich nicht alleine an Bord. Heute mit an Bord der Offi für die Überführung nach Holland, Thomas. Thomas, sag mal Hallo zu den Leuten. Hallo Leute!
So, zwischen uns und der ganzen Welt liegt nur noch dieses Tor, die Schleuse. Wenn das aufgeht, ist der nächste Stopp irgendwo der amerikanische Kontinent. Ich bin aufgeregt. Raus geht's auf die Elbe. Da kommt ein Lotsenversatzboot. Hat bestimmt auf das dicke Ding hier einen Lotsen gesetzt. Ja, und da vorne ist dann auch schon die Elbe. Nach gut 2 Stunden ist es geschafft und die Kugelbarke Cuxhaven liegt vor uns. Hier ist das geografische Ende der Elbe und ab jetzt geht's auf die Nordsee. Ja, dann zeige ich euch mal, wo wir hier gerade sind, was wir machen. Also wir sind losgefahren hier in Brunsbüttel, sind die Elbe runter nach Cuxhaven, haben da getankt, sind jetzt hier raus und fahren jetzt gleich an Neuwerk vorbei, Scharhörn, und dann geht's raus auf die Nordsee und dann möllern wir hier die Küste lang, die westfriesischen Inseln, die auch holländischen Inseln, bis wir hier in die Ansteuerung von Vieland kommen. Und dann geht es über Ecke rum und dann gucken wir mal, wie spät das ist, was die Strömung auf der Wannsee sagt. Und dann gucken wir mal. Also aktuell haben wir gesagt, das Gerät, wir würden so 8 Uhr am Montagmorgen ankommen. Das glaube ich nicht, weil wir haben jetzt noch viel Strom auf der Elbe mitlaufen. Also hier oben seht ihr, dass wir jetzt aktuell fast 8 Knoten machen. Und das wird sich noch ändern. Wir werden auch auf der Nordsee noch Gegenstrom kriegen, das heißt, das wird deutlich später werden, bis wir da sind, aber warten wir es mal. Ja, ich bin ja auf alle Fälle sehr froh, dass ich endlich losgekommen bin und meine Reise beginnt und das Abenteuer startet und das wird viel Seele baumeln und ich muss das sehen. We got time on our side. Real estate or home, I need you on my fire. I want you to know that every time you're away, I long for you so much I can find my way. We got everything here, at least to stay alive, and the time that we share makes it all worthwhile. Got this place on our own. Do you feel that we got something strong? And I saw you walking the line, and the truth may come as a surprise. That with you I feel alive. So, es geht in die Nacht. Die Sonne ist untergegangen. Die Ovi ist jetzt im Nachtmodus. Ich zeige euch das mal, wie das dann hier aussieht. So, alles schön in Rotlicht. Da pennt Thomas. Da haben wir auch noch eine rote Leuchte. Und die Navi. Das Rotlicht ist dafür da, dass es halt nicht blendet. Und wenn man nachts aufs Meer gucken muss, rausgucken muss, dass man was sehen kann. Blau wäre noch besser, aber irgendwie bin ich rot kuschelig. Mehr 100 Meilen, wie man hier sieht. Ne? Ja, wir haben jetzt hier Langeoog quer ab und haben ein bisschen Strom mitlaufen, das ist gut, aber das ändert sich auch bald wieder und dann geht es wieder ein bisschen langsamer weiter. Ja, das Rülpsche haben wir hinter uns. Es wird heller, die Sonne geht auf.
war eigentlich eine ruhige Nacht. Also hat viel Seegang gehabt. Restwind vom vergangenen Winden. Jetzt haben wir kaum noch Wind. Also ihr seht es ja vielleicht auf der Wasseroberfläche. Zum Segeln ein bisschen dünn. Also, da ist der erste Sunrise diesen Jahres. Für die Navigation übrigens ganz wichtig, sollte die Sonne vor dem Bug untergehen und auch vor dem Bug wieder aufgehen, liegt ein grober navigatorischer Schnitzer vor. If there is something we need, it's a leap of faith, a step away from the comfort zone and be a little brave. Wir haben jetzt so um die 25, 26 Meilen vor uns bis zur Ansteuerung von Vlieland. Und ja, dann werden wir wohl durchfahren bis in den Lumpen, weil morgen kommt ein Starkwind aus Süd. Und das macht keinen Sinn, dagegen anzueiern. Und deswegen gehen wir es uns heute nochmal richtig. Das heißt, wir werden dann irgendwann heute Abend in Vlieland an eintrudeln. Jetzt ist morgens um 9. Das heißt, wir haben dann noch Streifen vor uns. Wir müssen mal gucken, wie es mit den Tide passt, weil ich glaube, wir kriegen dann auf halber Strecke auf der Wannsee auch noch Gegenstrom, aber ja, wir schauen. Ne? Alles gar nichts muss, wie gut zu Jacklung. Nach einem guten Frühstück war es Zeit, die Gastlandflagge zu setzen. Muss man da eigentlich auch eine Nationalhymne oder sowas spielen? Hast du die holländische Nationalhymne zufällig auf dem Handy, Thomas? So, ich hoffe, ich habe das Ding jetzt richtig rumgesetzt. Nicht, dass wir dann in Frankreich sind oder so. Herr Thomas, wie ist die Lage? Ernst? Hoffnungslos? Hoffnungslos. Hoffnungslos. Doch so schlimm. Mit dir als Skipper absolut hoffnungslos. Ja. Jetzt, wo wir so wahr miteinander reden können. Das nächste Mal fährst du auch lieber mit Captain Cittino, ne? Auf der Costa Cordalis oder wie ist der Chef? Ja. There's a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by, it doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow, somewhere in the great unknown. When I return from the afterglow, will you carry me like I am whole again? Take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Wait, hold on. Put me together. Take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Der 10. Mai. Wir sind immer noch auf Vlieland. Thomas fährt heute nach Hause. Da es gerade um die 30 Knoten Wind hat, auch noch aus der Richtung, wo wir hinwollen, haben wir uns entschieden, wir machen jetzt einfach einen Urlaub. Draußen ist Sturm, da machen wir da mal was Sinnvolles. Und das ist ekelhaft. Wir haben den Herd mal ausgebaut. Also das erste Mal seit 2 Jahren und geile Nummer. Ne, Thomas? Hammer, oder? Mach hin! Echt? So, Männer alleine auf See können auch putzen, kaum 2 Stunden später, wie neu, ne, Thomas? Einfach perfekt. Und wenn ihr euch überlegt, in dem Loch hat der Skipper gesteckt, das ist ein Zauber. Ja, ist echt mehr eine Arbeit für einen Gynäkologen, aber na gut, andere Dinge muss ich sagen. Es ist Donnerstag, der 11. Ich habe keine Ahnung, ich weiß echt nicht, welcher Tag heute ist. Donnerstag scheint aber zu stimmen.
So wollte ich es. Ich wollte es nicht mehr wissen. Wenn ich nicht weiß, Sonntag ist wichtig, weil da kann ich nicht einkaufen. Donnerstag, der 12. Mai ist heute. Supi. Ich war jetzt 3 Tage auf Flieland eingeweht, bin also immer noch auf Flieland. Thomas ist schon lange nach Hause. Und heute wollte ich endlich mal los. Von Flieland aus soll es nach Hinterlopen gehen. Es ist immer noch ein bisschen viel Wind, also draußen werden so um die 5 sein. Ich werde auch mal den Wind von der Nase kriegen, aber ja, also 12.30 Uhr ist Niedrigwasser Flieland. Das heißt, ich werde hier gucken, dass ich so um 12 ablege. Dann kann ich noch mit dem letzten ablaufenden Wasser an Flieland vorbei auf die Wannsee und mit dem auflaufenden Wasser mich hochlutschen lassen nach Harlingen. So, tschüss Flieland, es war wie immer schön. Da ist die Hafeneinfahrt, das mit der Welle war da gar nicht so viel, Ströme genau. Normalerweise suppt das hier wie Sau, ja. So, hier auf dem Schiff müssen wir irgendjemand aufräumen, hier ist ein Fender-Ding hier noch rum. Aber das mache ich gleich und es rutscht schon wieder jemand an. Ist das anstrengend. Ach, wenn doch alles nur so einfach wie Segel wäre. Draußen bin ich, Mutter aus, Segel raus, geht los, läuft, ich zieh's nicht mehr. You said let's jump on the bus and take a ride downtown. Well, I don't know about that. But can you help me first to get these boxes down? Well, I don't know about that. We have the whole day now just to ourselves, so we can clean the house or clear out some shelves. You said whichever you feel like doing first. I said, well, I don't know about that. 'Cause it's my lazy day, just wanna lazy away. Oh, big day, Spaß, scheiße, Spaß an. Ja, wir segeln nur mit der Genua und die Offi rennt wie Sau, hart am Wind. Könnt ihr gucken. Ich habe ja auch schon mal eine 8,5 gesehen, aber wir sind konstant über 7. Oh, ich muss, glaube ich, mal die Kamera da hinhalten, wo man gucken muss. Da ist das, wo ich gucken will. So 8,3, also es geht voran. Da sind wir in 10 Minuten da. Ja, nicht mehr weit bis Harlingen. Das, das hat gut Wind. Also ist jetzt eine fette 6 geworden. 4 bis 5 waren gemeldet, 6 haben wir. Gut, dass ich nur die Genua genommen habe. Ich hatte vorhin am Ruder so ein paar komische Geräusche. Ich glaube, die Offi hat versucht, ins Gleiten zu kommen. Aber das kann sie natürlich nicht. Also das hat sie dann wohl auch festgestellt und die Versuche aufgegeben. Aber das waren neue Geräusche, die hatte ich so noch nicht. So. You said let's jump on the bus and take a ride downtown. Well, I don't know about that. But can you help me first to get these boxes down? Well, I don't know about that. We have the whole day now just to ourselves, so we can clean the house or clear out some shelves. You said whichever you feel like doing first. I said, well,
I don't know about that. Cause it's my lazy day, just wanna lazy away. Ain't gonna do a thing for the rest of the day. You can try to seduce me, make me wanna play. I don't know about that. I don't know about that. Let's call some friends over for a game of poker or so. Well, I don't know about that. So, dann guck ich mal, dass ich da jetzt gleich mal heil in die Schleuse reinkomme. Es ist natürlich starker Wind und Einhand ist das dann auch nicht ohne. Aber naja, ich lasse nichts messen. Da ist das grüne Licht. Ich darf durch. Ich mache jetzt Party nur für mich hier. Kein anderes Boot hinter mir. Autobahn einmal angehalten, nur weil ich hier langfahren möchte. Besser geht's ja auch nicht. Ja, wenn ich jetzt im Auto sitzen würde, hätte ich schon wieder schlechte Laune. Muss da jetzt hier einer langfahren, aber so geht's ja. Ah. So. Einmal schleusen. Nur für mich alleine. Und nun geht's Tor auf und ich hier raus. Alles gut, Piece of Cake. Vorher muss die Leine hier noch weg. So. Einkuppeln. Oder Brocken holen. Ja, das war genug easy. Kein Problem, alles easy, alles busy. Draußen, Schleusenvorhafen, dann packe ich die Fenner aufs Deck, räume die Leinen auf und dann dengel ich mal noch runter nach Hindelopen. Das ist mir weit, ein Stündchen bin ich da. Das heiße Meer, da bin ich wieder. We got time on our side, in a state of hope. I need you on my fire. I want you to know that every time you're away, I long for you so much I can find my way. We got everything here, at least to stay alive. And the time that we share makes it all worthwhile. Got this place. Angekommen. Ich glaube, ich habe mal wieder eine Sturmfrisur, aber war dann doch ein langer Tag. Ja, alles richtig gemacht. Ich zeige euch mal warum. Hindelopen gehört schlicht zu den schönsten Orten am Eiselmeer und man liegt sehr chillig im alten Stadthafen. Ich dachte immer, das mit den Fischen und mit den Netzen und so, das geht nur auf dem Meer, aber anscheinend kann man auch hier im Hafen was fangen. Interessantes Konzept. Ja, auf dem Eiselmeer, das ist quasi, das ist meine Kinderstube. Also ich habe auf dem Eiselmeer surfen und segeln gelernt. Ich bin da jahrelang mit einem Formula 18 Katamaran übers Eiselmeer geknattert. Und habe mir da auch mein erstes Dickschiff gekauft. Dadurch kenne ich wahnsinnig viele Leute dort und habe viele Segelfreunde. Deswegen bin ich einfach mal einen Monat auf dem Eiselmeer geblieben und habe allen Leuten mal Tschö gesagt und Hallo, also erst Hallo und dann Tschö, weil ich ja vermutlich da nicht mehr hinkommen werde. Ich sehe mich eher in der Sonne in den nächsten Jahren und nicht am Eiselmeer. Und es war echt nochmal ein Genuss gewesen, da zu sein. Oh, dann habe ich auch mal den Kamin schön angemacht, ne, weil es ja blöd, wenn es auf dem Schiff irgendwie kalt ist und dann ist auch noch lieber Besuch gekommen. Hallo. Na, sagt mal Hallo zu die Leute. Hallo. Ich auch mal zeigen wir hier den Skipper. Euer Bordleben ist echt hart. Genau. Also das ist ja. Wir verzichten auf alles hier. Genau, der Skipper mit seiner Schmuse weg.
Also es ist halt, wir sind halt im Mangel angekommen. Ich habe die Komfortzone verlassen und lebe quasi spartanisch. Wie ein Einsiedler. Wie ein Einsiedler, völlig vereinsamt. Ahoi, heute mal Hardcore-Segeln auf dem Eiselmeer. Also wir knallen mit unfassbaren 2,5 Knoten übers Wasser. Und ja, aber es ist total chillig, viel Betrieb. Vor Vorkommen sind ganz viele Regatten, ich zeige euch das gleich mal. Vor mir, den schnupfe ich gleich mal weg, den Segler. Ist immer schön, wie weiß man ja, 2 Boote sind eine Regatta. Und auf dem Eiselmeer gibt es viele Regatten. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know if I'll ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down, so high, trust in our wings to fly. So, da kommt der Guy. Sag ich mal, Guy. Wenn euch ein bekanntes Schiff auf See begegnet, ist Funk oft nur die zweite Wahl. Viel besser ist eine persönliche Ansprache, weil viel verbindlicher. Vor Herr Stolldreier, sagen Sie mal was Kluges in die Kamera! Jetzt ist dir so schön vorgestellt! Im Leben nicht! Wenn das mal nicht der Herr Berner ist, man weiß es aber nicht genau. Was meinst du, diesen hässlichen Vogel da in der Mitte? Meinst du den ungefähr langhaarigen? Genau. So, jetzt aber nochmal vernünftig grüßen hier! Hol! Dann komme ich mal, versuche ich mal, ob ich hinterher komme. Ja, und danke für das Gespräch, war doch sehr aufschlussreich. We got time on our side, we're in a state of hope. I need you on my fire, I want you to know. Every time you're away, I long for you so much I can find my way. We got everything here, at least to stay alive. And the time that we share makes it all worthwhile. Got this place on our own. Do you feel that we got something strong? And I saw you walking the line, and the truth may come as a surprise. That with you I feel alive. You'll be the last one I think about. Und zum Beweis, die Latten sind echt draußen. Ne? Also wir haben jetzt irgendwie, weiß nicht, 3 bis 4. Wir müssen gleich achterlich segeln, um dahin zu kommen. Aber immerhin, wir segeln. Wir ziehen noch durch.
willkommen bei Sailing Offline. Wir machen alles außer Segeln. Wind ist eingeschlafen, Motor an, die Lappen hängen nach oben. Ich hoffe, vielleicht kommt er nochmal wieder. Ja, ihr habt das rote Dreieck, ist die Offi. Wir sind jetzt hier kurz vor Marken. Das ist, war früher mal eine richtige Insel, ist mittlerweile nur eine Halbinsel. Da haben sie eine Landverbindung zu hergestellt. Hier vorne am Marker, in Marken gibt es den schönen Leuchtturm. Den zeige ich euch gleich mal in echt. Den nehmen wir relativ dicht. Und dann geht es hier runter in das Fahrwasser, das nach Amsterdam führt, hier rein. Hier geht es um eine Kurve rum und dann kommt hier eine Schleusenanlage. Da werden wir dann einschleusen. Und dann sind wir auf der Ei und fahren die Ei rauf. Ich weiß gar nicht genau bis wohin. Irgendwo hier ist der Sixhafen. Das könnte der Sixhafen sein. Genau. Aber wahrscheinlich fahren wir noch ein Stückchen weiter in eine neu geschaffene Marina. Die liegt hier oben. Weil da ist einfach mehr Platz. Also der Sixhafen ist immer sehr voll und sehr eng. Und ich kann mir vorstellen, dass das nicht klappt für uns. Da ist der Leuchtturm von Marken. Eigentlich eine sehr schöne Landmarke. Kurz vor Amsterdam ist die Fahrt dann auch leider zu Ende. Das ist die Schellingwoude-Brock. Ich habe den angefunkt. Der nächste Öffnungstermin ist 18 Uhr, also in der Rush-Hour zwischen 16 und 18 Uhr. Machen die gar nicht auf und sonst alle 20 Minuten. Für alle, die hier mal vorbeikommen. Ne? Blödes Zeitfenster erwischt. So, Brücke passiert, Schleuse passiert. Jetzt sind wir auf der Ei. Das Ding heißt wirklich so. Wo ist Amsterdam? Ja, und dann haben wir entdeckt, das ist das Boot von Mick Jagger. Das ist nämlich die Satisfaction. Natürlich ist das nicht das Boot von Mick Jagger, denn der singt ja auch I can get no satisfaction. Brand new street and brand new me. Side by friends I need. Don't you tell me that you're in town. I already know. Couple days ago. Now that our names are written in stone, let's be honest, sounds like home. Still I'm here alone and I'm calling your phone. I wish I could wipe my own memory out. I wish I could dream about somebody else. I wish I could talk when the silence so loud. I wish, oh I wish. I wish I could wipe my own memory out. I wish I could do something that will make sense. I wish I would know what you're thinking about. I wish I could wipe my own memory out. Holland, Amsterdam, Sixhafen. Ja, das ist in zweierlei Hinsicht ein besonderer Moment gewesen. Zum einen, weil ich noch nie weiter gesegelt bin als bis zum Sixhafen Amsterdam. Das ist alles auf meiner Route. Sollte ab dann Neuland sein. Also das fing an mit der Strecke über den Nordseekanal nach Eimuiden und der komplette Teil der Nordsee
Von Almuiden runter Richtung Belgien kannte ich bis dahin nicht. Außerdem war es schön gewesen, weil ich die Offi im Winter 2018 im Sixhafen in Amsterdam gekauft habe von einem sehr netten, lieben Holländer, Robert. Robert, falls du jetzt zuguckst, viele liebe Grüße für mich, von mir an dich. Du hast mir viel Freude mit dem Schiff bereitet. Damals hieß die Offline noch nicht Offline, sondern sie hieß Norne. Und ich habe den ersten Winter mit der Norne Offline dann im Sixhafen Amsterdam verbracht. Das war echt schön gewesen. Direkt ein Ferienhaus im Red Light District in der Altstadt von Amsterdam haben zu können. Also ich habe da viele schöne Tage und Wochen verbringen dürfen. Also schaut's euch an, wie es weitergeht. Für mich geht es jetzt weiter. Ich werde heute nach Almuiden knattern und dann geht es nach Scheveningen. Vielleicht überhaupt mal so als Update. Also es wird jetzt so sein, dass ich jetzt einhand unterwegs bin und ich möchte am 6. Juni oder ich muss am 6. Juni spätestens in Dünkirchen sein, weil dann kommen zwei Freunde an Bord und dann wollen wir uns mal ein bisschen knattern lassen und dann wollen wir ein paar Meilen kloppen, dass wir auf die Kanalinseln kommen und nach Roscoff. Also, ich habe jetzt Programm. Heute Almuiden, morgen geht's nach Scheveningen. Dann mal gucken, der Wind schwächelt ein bisschen, ob egal ist und ich dann motore oder ob ich noch einen Tag in Scheveningen abhänge. Ihr werdet es erleben. Ich bin genauso gespannt wie ihr. Also, bis später. Life is a winding road. No telling where it goes. Driving through days and nights. Won't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know. If I'll ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my high. Wir sind auf Höhe Ari, fahren den Nordseekanal runter Richtung Almuiden. Es ist irgendwie, es ist echt kalt und ungemütlich. Und das Bimini, seht ihr ja, ist aufgespannt, aber das ist echt kein Sonnenschutz, das ist eher ein Regenschirm, den ich aufgespannt habe. Es ist momentan trocken, ich will auch nicht jammern, aber ich muss mal wieder mal gucken hier. Scheint aber nichts zu kommen. Also wie gesagt, Wetter hätte schöner sein können, aber mein Gott, das ist echt ein Luxusproblem. Ich mache gerade das, was ich in meinem ganzen Leben vorgenommen habe. Und wenn da mal schlechtes Wetter ist, dann ist das gut. Ne? Ja, wie gesagt, heute geht's bis Almuiden. Ich guck mal, ob ich morgen dann weiterfahre Richtung Südwesten, Dünkirchen oder die Marsmündung rein. Ich mache es ein bisschen vom Wetter abhängig. Ich habe ja keine Eile. Und ich glaube, der Wind ist morgen entweder nicht da oder kommt aus der falschen Richtung. Alles kann, nichts muss. Ne? Also, bis später. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down. Angekommen in der Marina Almuiden. Schleuse war kein großes Problem, hat auch nicht lange gedauert und vermutlich war das die letzte Schleuse für lange, lange Zeit. Mal abwarten. Meistens kommt es ja anders. Erstens, als man denkt, zweitens, oder wie. Egal, ihr wisst schon. Let's go to work, 'cause I'm tripping. Gotta work.
above the dough, need all my challenges and search for my strength. I defeat them all, I'm never ever gonna hide no more. I come to love myself again, yeah. For all the things I didn't know, the pain, the hurt, I let it go. Start to believe in myself and life will be sweet again, so sweet again. Morgens, halb neun, in einem Moment geht los, wie schnell ich ab. Mal gucken, wo uns das hinführt. Ja, da steht er. How far do you think you can run, standing on your knees? It's a beautiful world out there, just don't pass on the dare. If you have the will and a moment to spare, it's a beautiful world out there. A bit frightening, something you don't know. You need a little enlightening, it'll make you grow. It's a beautiful world out there, just don't pass on the dare. If you have the will and a moment to spare, it's a beautiful world out there. It's a beautiful world out there. Oh, it's a beautiful world out there. Just don't pass on the dare. If you have the will and a moment to spare, it's a beautiful world out there. It's a beautiful world out there. Oh, if you have the will and a moment to spare, it's a beautiful world out there. It's a beautiful world out there. Aloha. Ja, es ist jetzt, ich habe keine Ahnung, kurz vor neun. Es ist der 1. Juni, aber ich weiß nicht, welcher Wochentag. Wir sind gerade in Almuiden raus. Segel gesetzt, also wir, ich bin alleine an Bord, aber wir, die Offi und ich, deswegen rede ich immer von wir. Wir sind ein Dreamteam quasi, ne? Sind in Almuiden raus, Kurs Scheveningen und könnte ein schöner Tag werden. 3 bis 4 Windstärken. Wir segeln uns auf Vollzeug. Jetzt noch ein bisschen hart am Wind. Das heißt hart, also ungefähr 60 Grad, aber wir fallen gleich noch ab auf Halbwind und dann knattern wir mal schön die Küste runter und lassen es uns gehen. So, ich mache mir jetzt Frühstück. Bis gleich. Bibi! Ein harter Segeltag liegt vor uns. Heute segel ich sogar mit Schuhen. Ach ja, aber man muss da durch, es nützt ja alles nichts. Ne? Sportschifffahrt ist schon ein harter Sport. Also kommt wirklich an physische, körperliche Belastungsgrenzen. Der Stress muss halt wirklich mit Stress umgehen können. Ne? Und ja. Ich habe halt meine Komfortzone verlassen. Ich will das raue Leben auf See entschieden. Es gibt kein größeres Leid, als was der Mensch sich selbst an Leid reibt. Schon, ne? Also, ciao. So
Sekunde. I know we're going somewhere. Ja, Ansteuerung Scheveningen, die letzten Meter, ein bisschen ruppelig geworden. Also ich denke, wir haben jetzt so 4 bis 5. War, hätte eine mal reffen sollen zum Schluss, aber naja, geht ja dann schon, wenn man ein bisschen trinkt. Ne? Ja, war ein schöner Tag. Hab Spaß gehabt. Es ist erst mittags. Ich habe noch viel vom Tag. Wir gucken einmal Scheveningen an. Und da sind Moni und Michael von der Azuro, die haben es auch überlebt. How come the stars come to shine when it's dark? From so far away, show us where we are. What makes the sun go to sleep? Every night, and what's it dreaming of? I wonder. How come the sky sometimes hides behind the clouds? Maybe it's just like me, a little bit scared of heights. Why does the rain always keep on pouring down when it's gray outside? It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. It really makes me wonder. Ooh, I wonder. How come the trees get undressed when it's cold? And don't they miss the leaves they left behind? Could it be to make the ground shine like gold until winter comes? Until winter comes? Until winter comes? It really makes me wonder. Dann wackele ich mal nach Scheveningen in den Ort, gucke mir mal ein bisschen was an. Ist aber gerade ein bisschen anstrengend, weil ich bin beim Segeln habe ich die Stufe vom Niedergang verpasst und bin von ganz oben runtergeflogen und habe den ganzen Sturz mit der Ferse abgefangen. War im Grunde genommen ja noch Glück, aber die tut jetzt so sau weh, ich kann kaum laufen. Naja, irgendwas ist immer. Ne? Muss ich natürlich eine unvermeidliche Portion Kibbeling haben. Aber die Veranstaltung ist ein bisschen wie Hitchcock. Tja, Hitchcock, die Vögel. Alter Schwede. Ich muss echt mein Kibbeling verteidigen. Hören. Weiter von Scheveningen nach Blankenberge. Das ist ein bisschen tricky, weil man muss da über die Maasmündung rüber. Und da ist sehr viel Berufsverkehr. Das heißt, es ist verpflichtend, sich beim Maas Entry, also beim Revierdienst, zu melden und seine Durchfahrt anzukündigen. Und man bekommt von denen einen Slot zugewiesen, wann man über die Maasmündung passieren darf. Also, wie gesagt, die nehmen das sehr ernst da. Ich fand es, also auf der Elbe ist ja nun auch wirklich viel Berufsverkehr und Dickschifffahrt unterwegs, also ganz dicke, dicke, dicke Dinger. Und da ist es alles ein bisschen einfacher. Aber gut, Holland ist halt ein auch sehr organisiertes Land. Die machen das so und ja, schaut euch an, wie ich da klargekommen bin. On the thought of
Ah, guten Morgen. Also es ist jetzt irgendwie 9 Uhr. Mittwoch, der 2.6. Ha, Tag gefunden. Ich bin in Scheveningen raus. Ich habe aber keine Ahnung, wo ich hinfahre. Also Richtung ist klar. Also ich muss gucken. Also wenn ich keinen Bock habe, dann gehe ich in die Romportslois. Wenn ich es haben will, dann fahre ich durch bis Gatzand oder Blankenberge. Hör mal, Gimbel, du bist doch besteuert. Ich bin hier unten. Gimbel, hier ist der Thomas. Du musst mich filmen, du Idiot. Hör mal, ey. Ich hasse es, mit so Amateuren zu arbeiten, weißt du. Blöd, Mann, ey. Also, Romportslois oder Blankenberge oder Katzand. Oder, wenn ich es mir ganz geben will, fahre ich vielleicht die Nacht durch, direkt nach Dünkirchen, weil da wollte ich am 5. Juni aufschlagen. Dann wäre ich halt schon am 3. da, wäre nicht schlimm, dann könnte ich mal Urlaub machen, ne? Ich bin total gestresst hier von der ganzen Segelei und dem Kram. Ne? Ja. Ja, wie ihr schon seht, Maschine ist an, Wind ist keiner. Ich habe das Großsegel gesetzt, einfach damit ich ein bisschen mehr Stabilität im Boot habe. Und wenn da ein bisschen Wind kommt, bin ich der Erste, der loslegt. Ja. Also, ich frühstücke jetzt erstmal, bis später. Danke. Ja, hier ist die Maasmündung. Da rein geht's nach Rotterdam. Wollen wir nicht hin? Ja, hier ist normalerweise sehr, sehr viel Verkehr. Aber heute hält sich das einigermaßen im Rahmen. Ja, werde mich gleich mal beim Revierdienst anmelden und meine Durchfahrt ankündigen. Und hoffe, dass das so durchgeht. Mars Entrance, this is Sailing Vessel Offline. Offline, Mars Entrance, over. Good morning, I would like to pass the Mars Entrance area. Sorry, I don't understand you. Are you proceeding to the south or proceeding to the north? Oh, I'm to the south. That's where I understood. On your port side, there are two outgoing vessels. The first one will cross your bow, and the second one, 2,000 meters within the pierhead. Stand by. If I want to, if something must be done, I will call you on this channel. Copy that. And say again your vessel name. What is your vessel's name, over? The vessel name is Offline. Offline, understood. Stand by. Mars Entrance mir befohlen, ich soll anhalten und das dicke Ding durchlassen. Ich hatte drüber nachgedacht, vielleicht dagegen zu fahren. Gut, dass sie helfen. Oh, jetzt habe ich ihn gleich vorm Bug. Dann sollte ich aber wieder Gas geben dürfen. Neben mir der Segler ist auch schon ganz ungeduldig. Hebel auf den Tisch gelegt. Ja. Da hinten kommt der nächste Oschi. Ich glaube, das passt auch nicht. Da werde ich wohl hinter durchfahren müssen. Ja. Oh, ganz schön hektisch hier, ey. Ich weiß nicht. Ich meine, von Brunsbüttel und Elbe bin ich ja so manches gewohnt und das ist hier nicht anders. Aber die machen hier einen Halli auf, ey. Naja, man sieht die dicken Dinger ja. Kleiner Tipp, wenn ihr mal langkommt, nicht versuchen, vor dem Bug durchzuschlüpfen. Lieber immer hin und fahren. Gearbeitet am nächsten Video. Direkt dahinter. Chaka läuft das Radar. Ja, ich habe mir eine Alarmzone eingerichtet. Ich weiß nicht, was die Kamera sieht. Also hier ist so ein lilafarbener Bereich. Wenn in dem Bereich ein Hindernis auftaucht, geht ein Alarm an.
Da fühle ich mich echt ganz safe. Um mich herum ist nichts los. Also hier sind ganz viele dicke Schiffe, wie ihr seht. Das ist eine Tiefwasserreede. Und ja, die bewegen sich auch nicht. Das ist völlig harmlos. Also die parken da und warten auf einen Slot, dass sie nach Rotterdam einlaufen dürfen. Der Einzige, der ein bisschen rumnervt, ist Sparkling 2. Die sind auf der gleichen Reise wie ich. Die habe ich gestern in Scheveningen kennengelernt. Scheinen nette Holländer zu sein. Ich denke, wir sehen uns bestimmt noch ein paar Mal wieder. Wenn dann raus und ihr seht, habe ich dann doch ein bisschen die empfohlene Richtung verlassen. Naja, ich glaube, ich komme nicht ins Gefängnis deswegen. Ja, jetzt düsen wir hier runter. Da ist die Schelde jetzt so quer ab. Und ich plane momentan, dass wir durchfahren bis nach Blankenberge oder Katzand. Oder wie hier jetzt gerade geplottet, geht es dann vorher rein, ich weiß gar nicht, hier in den Hafen. Hier hatte ich mal was geguckt. Wurzelfell in die Yacht. Keine Ahnung was. Jedenfalls Belgien. Also, und dann sieht es sehr danach aus, dass ich nachher die Gastlandflagge tausche. Ah, ist voll anstrengend, die Segeln. Ich werde jetzt immer ein Nickerchen machen. Raus ist nichts los. Ich habe Radar und AIS auf Alarm gestellt und Timer, der alle 20 Minuten mich weckt. Und oh, jetzt erhole ich mich erstmal von den Schlappatzen des Tages. This night will be okay.